Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Box von Drehmoment. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Je nachdem, wie man das genau ausspricht, von Drehmoment. Also wir sehen hier einmal den Schriftzug Drehmoment. Das Ganze sieht auch ein wenig aus wie so ein Schlüssel vom Design her. Dann haben wir hier so eine Ellipse mit zwei Kreuzen, zwei Pluszeichen, was auch immer. Und unten diese vier Striche. Also es ist so wie so ein Puppenkopf. Erinnert so ein bisschen an Nightmare Before Christmas. Dann haben wir hier noch diese schwarzen Tintenspritzer, diese Farbflecken. Und hier lesen wir dann Pf bzw. PFFH. Ja, auf der unteren Seite, also lesen wir nochmal Drehmoment. Das Ganze dann natürlich größer. Das Ganze ist ein Pappschuber, der hier in weiß darüber ist mit schwarzem Aufdruck. Auch hier lesen wir wieder Drehmoment. Und auf der Rückseite haben wir den Inhalt. Also einmal die CD, eine Autogrammkarte, ein T-Shirt, ein Schlüsselband, einen Sticker in A6 und eben die Metallbox. Dann haben wir hier noch einen Barcode und die Credits Drehmoment Records, hier das Ganze erschienen. Wir machen den Pappschuber mal ab. So. Und so sieht dann die Box aus. Also auch hier wieder dieser Kopf zu sehen. Drehmoment, lesen wir hier nochmal. Ansonsten die Box komplett glatt in diesem Silber Metallic. Und was mir sehr gut gefällt, wir haben hier einen Deckel zum Abnehmen und nicht nur zum Aufklappen. Also man kann das wirklich runter machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis zu diesem Release, bis zu dieser Box noch nie von dem guten Mann gehört. Also es war für mich eine absolute, neue Erscheinung. Ich habe keinerlei Erfahrung oder Musik von dem Mann gehört bis jetzt, bis zu diesem Album. Dann schauen wir mal, was sich in der Box befindet. Einmal die Autogrammkarte, der Sticker, das T-Shirt im T-Shirt, die CD, das T-Shirt und dann das Schlüsselband. Box von innen so. Ist auf jeden Fall so eine hochwertige, so eine schöne Metallbox. Gefällt mir gut. Kann man auf jeden Fall gut etwas da reinpacken. Okay, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also, wir haben hier eine CD, was auffällt. Super Jewel Case. Freut mich sehr. Und hier lesen wir eben Drehmoment. Und hier haben wir dann auch diese Puppe. Also hier im Hintergrund nochmal, hier auf dem Vorhang, den Kopf oder das Logo von Drehmoment. Und dann hier eben diese Puppe, auch wieder mit diesen Kreuzaugen, erinnert doch sehr stark an diese Ellipse. Und der dürfte hier den Kasper, also den Hauptakteur dieses Puppentheaters wohl erstochen haben mit dem Messer. Hier blutig. Auf der Rückseite haben wir den guten Mann, der hier diese Handpuppe führt. Wir haben Features, und zwar haben wir ein Feature von Gentleman, ein Feature von Beat Sampras oder Sampras, sagt mir ehrlich gesagt nichts, Kontrovers, Excellent, David E. und der Neue. Nochmals Kontrovers und nochmals Gentleman. Okay, 21 Tracks, freut mich sehr, also 21 Tracks auf dem Album, das ist starke Leistung, sieht man sehr selten, gerade heutzutage. Und meine Lieblingstracks sind einmal Track Nummer 1, Mehr als nur Show, also quasi das Intro, und dann der Titeltrack, auch wenn ich jetzt gerade nicht sehe, irgendwo muss der Track sein, der ist da versteckt. Ich denke mir noch, lese hier die 10 runter, lese hier runter, aber hier ist Track 11 versteckt. Der Titeltrack, die zwei gefallen mir am besten. Das Intro und der Titeltrack. Weitere Credits. Und auch
Computer Drehmoment Records. So sieht das Ganze von der Rückenansicht aus. Drehmoment. Pff, lesen wir hier. Dann öffnen wir das Ganze mal. Schauen wir mal ins Booklet. Das Booklet ist sehr dünn gestaltet. Und zwar haben wir, was haben wir hier? Tufak und Drehmoment. Okay, also Tufak dürfte wohl diese Puppe hier sein. Da haben wir einige Zitate und einige Fotos der beiden. Dann haben wir hier die Tracklist, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Sehr schön. Auch wenn das Ganze sehr chaotisch oder so wirr gestaltet ist, aber passt auf jeden Fall so zum Artwork. Shoutouts, also Danksagung mehr oder weniger. Und dann haben wir hier noch ein paar Skizzen oder so, Grafiken, Mixtape, immer noch zum freien Download. Okay, könnt ihr euch natürlich holen. Und dann hier nochmal Drehmoment mit dieser Puppe. Die CD, wie das Artwork auch, in diesem hellbraunen Beige-Ton gehalten, mit schwarzem Aufdruck. So sieht das Ganze aus. Instrumentals haben wir leider keine dabei. Also wirklich nur, was heißt nur, aber wirklich nur die Tracks an sich, 21 Stück ohne Instrumentals. Dann haben wir ein Schlüsselband, dieses in schwarz gehalten mit weißem Drehmomentaufdruck. So sieht das Ganze aus. Zieht sich hier so komplett durch. Beiden Seiten natürlich. Dann hier die Plastikschnalle und hier vorne Metall der Karabiner zum Anhängen. Dann haben wir einen Sticker im Hochformat. Drehmoment lesen wir hier und drehmomentmusik.de. Also A6, so Postkartenformat. Eine Autogrammkarte. Dieser sieht so aus, auch wieder hier Drehmoment und die Puppe. Drehmoment mit schwarzem Stift unterschrieben, kann man auf jeden Fall gut lesen. Schöne Unterschrift und ist auch wirklich unterschrieben und nicht irgendwie aufgedruckt. Rückseite wieder blankweiß. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch das T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also das T-Shirt in Grau gehalten, so ja, mittelgrau, sage ich mal, hellmittelgrau. Hier wieder das Logo, lesen wir hier, Neckprint, haben wir den Schriftzug oder das Logo von Drehmoment, so sieht das aus, und wir haben es zu tun, hier ist gar nichts zu sehen, alles klar, jetzt schauen wir mal, also es fühlt sich auf jeden Fall von der Baumwolle etwas dicker an oder schwerer, das würde mich natürlich jetzt interessieren. Aber ich befürchte, nein, hier gibt es gar nichts, was uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, wo das T-Shirt hergestellt wurde, was es für ein Material oder eine Größe ist. Ich würde mal jetzt rein vom Gefühl her sagen, dass wir es hier klassisch mit einem Größe L-Shirt zu tun haben. Wir schauen uns das mal kurz an, wie das im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das glattgraue T-Shirt mit dem schwarzen Aufdruck auf der Brust. Dieses Logo, dieser Puppenkopf und hier die Buchstaben PFFH und diese Farbkleckser, diese Spritzer. Ansonsten wirklich komplett in Grau gehalten und natürlich eben noch im Nackenbereich der Drehmoment-Schriftzug. Ist etwas, ja, gewöhnungsbedürftig, aber ich bin generell der Meinung, die Farben Grau, also bei den T-Shirts, die Grautöne, sind sehr, sehr selten. Die meisten T-Shirts sind ja dann doch schwarz oder weiß. Und ich finde graue T-Shirts immer ziemlich gut oder gefallen mir von der Farbe sehr gut und kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt. In, ja, meiner Meinung nach Größe L dürfte das sein. Autogrammkarte im Querformat. Original unterschrieben. Der Sticker auch im A6-Format, allerdings Hochformat, das Schlüsselband, so sieht das aus, in schwarz und weiß mit Drehmoment-Schriftzug, Logo,
Und dann natürlich das Album an sich im Super Jewel Case mit 21 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box von Drehmoment. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Drehmoment unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.